So, gerade noch bei der Gartenarbeit, dann schnell in die Dusche und jetzt hier extra reingefahren, obwohl ich eigentlich in der Spätschicht eingeteilt bin. Trotzdem wollte man das Video nicht ausfallen lassen, wobei ich tatsächlich sagen muss, so wirklich viel hat sich nicht getan. Also zumindest nicht bei den Einzelaktien. Wir sind noch so ein bisschen im Urlaubsmodus. Ja, Labor Day war gewesen. Ja, normalerweise heißt es, mit Labor Day ändert sich der Markt. Es kommt wieder mehr Dynamik rein. Aber Pustekuchen, es war eigentlich gar nichts gewesen in den letzten Tagen. Es hat ein paar vereinzelte Bohrergebnisse gegeben, die vom Markt wie gewöhnlich komplett ignoriert worden sind. Von daher, es war eher so ein bisschen langweilig, lahm, ein bisschen, ja, ja, wie soll man das sagen? Es war einfach ein bisschen nichts los gewesen noch. Aber ich denke, das ändert sich in den nächsten Wochen. Und Gold und Silber haben eigentlich das gemacht, wo wir die letzten Tage und in den letzten Videos oder auch Goldfolio angesprochen haben. Wir haben schwächer notiert und wir kommen jetzt so langsam in diese Zielzone. Bei Gold muss ich ganz ehrlich sagen, ja, schaut ein bisschen komisch aus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich nochmal so unter diesen 1880-Bereich fallen. Es könnte durchaus sein, dass wir darüber halten. Zumindest deutet so ein bisschen, wenn man den Silberpreis anschaut, der für mich ein bisschen einen klareren Chart hat, ein bisschen einiges dahin, dass wir jetzt wirklich so in diesen Bereich kommen. Und zwar wäre das so unsere Zone von 22, 35 bis 21, 50. Das wäre für mich die Kaufzone. Das wäre für mich der Bereich, wo ich einen Trade aufsetzen würde, wo ich sagen würde, da investiere ich vielleicht mal in Silber oder ich investiere in den Silberproduzenten. Mit der Prämisse, dass ich natürlich sage, wenn wir dann wirklich nochmal darunter krachen oder eben die Bewegung noch ein bisschen weiter nach unten ausdehnen, muss ich auch einen Stoppkurs setzen. Aber das wäre für mich so der Einstiegsbereich, wo ich sage, ich habe ein ganz gutes Chance-Risikoprofil. Wir schauen uns natürlich auch morgen nochmal die COT-Daten an, die sich meines Erachtens verbessert haben sollten oder verbessert haben müssten. Und wie gesagt, das wäre so der Bereich, wo ich sage, da kann man wieder einen Trade eingehen. Und ich würde nicht unbedingt auf den letzten Cent rauspressen wollen, weil ich glaube, dass nach oben einiges an Potenzial ist, wenn der Markt dann mal wieder nach oben dreht. Wenn wir uns die großen Produzenten anschauen, ich habe jetzt mal Barrick Gold mitgebracht als ein Beispiel, dann schaut es so ein bisschen aus, eigentlich schon seit Wochen bzw. Monaten, dass wir eigentlich gar nicht mehr ganz so stark mit dem Goldpreis mitgehen. Wir sind einmal nicht nach oben wirklich mitgegangen und nach unten schaut es so ein bisschen aus, als ob wir im Bereich von 16 Dollar so einen Boden ausbilden. Also wir sind da mal kurz runtergerutscht, aber insgesamt schaut es doch relativ stark nach einer Bodenbildung aus und das stärkt mich eben auch in der Meinung, dass wir sowohl bei den Edelmetallen als auch bei den Minenaktien einen Boden sehen sollten. Ich habe auch mal einen Australier mitgebracht, Südafrikaner mitgebracht, Harmony Gold, und normalerweise sagt mir, die Südafrikaner haben so eine vorauslaufende Funktion. Das hat ein bisschen mit mehreren Sachen zu tun. Aber wenn wir uns zum Beispiel eine Harmony Gold anschauen, dann schaut die schon wieder ein bisschen konstruktiver aus als noch die großen nordamerikanischen Produzenten, aber auch als die großen australischen. Normalerweise sollte als nächstes dann der australische Markt anlaufen und dann eben auch der nordamerikanische Markt anlaufen. Das ist alles so ein bisschen Soft-Faktoren. Man kann nicht zu viel drauf geben, aber ich wollte es zumindest an der Stelle mal erwähnt haben, dass zumindest die südafrikanischen Produzenten, insbesondere Harmony, so ein bisschen so ausschaut, als wollte sie sich langsam nach oben lösen. Und das ist in meinen Augen ein sehr gutes Zeichen, weil wir das sehr, sehr häufig haben, dass das ein vorauslaufender Indikator ist. Kinross habe ich mal mitgebracht, weil Kinross so eine Aktie ist, die sich sehr gut in dieser Korrektur gehalten hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass in den nächsten Monaten oder auch vielleicht im nächsten Jahr Kinross in irgendeine Art von Fusion, Merger oder Übernahme verwickelt sein wird. Es gab ja angebliches Interesse mal von Endeavour Mining an Kinross, wo das Kinross Board wohl abgelehnt hat. Das ist zumindest ein Gerücht, bestätigt wurde es nie. Ich glaube tatsächlich, dass Kinross irgendwann auf der Watchlist von irgendeinem sein könnte, dass man eben fusioniert oder übernommen wird. Wahrscheinlich wäre so eine Fusion und dergleichen das Gesündere. Also ich glaube, dass die Aktie in den nächsten 18 Monaten vom Kurszettel verschwinden wird, weil sie eben übernommen wird, nicht etwa, dass sie pleite gehen wird. Fortuna Silber habe ich auch mal mitgebracht. Das wäre so ein Silberproduzent. Ja, eigentlich ist Fortuna mittlerweile ein Goldproduzent, insbesondere wenn Seguela-Mine sich anschaut. Dann sollte das eigentlich so eine Aktie sein, die stärker profitieren sollte. Wir haben von Seguela, das ist die neue Mine, die gerade hochgefahren wird, sehr, sehr gute Produktionszahlen, zumindest für die letzten beiden Monate gehabt. Deshalb kann man durchaus davon ausgehen, dass wir auf Kurs sind, ungefähr 25 bis vielleicht so bis mehr Unzen in diesem Quartal, also im dritten Quartal zu produzieren. Also von daher, die Aktie sollte man zumindest mal auf der Watchlist haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die gewaltiges Potenzial nach oben hat, wenn denn der Markt mal nach oben dreht. Weil meines Erachtens wird die ein bisschen arg vom Markt verkannt, welches Potenzial denn tatsächlich Seguela einmal in Produktion dann auch hat.
Was nicht vom Markt verkannt wird, ist eindeutig der Uransektor. Der Uranpreis ist im Spot jetzt mittlerweile über die Marke von 60 Dollar je Pfund gestiegen. Cameco als größten Produzenten habe ich jetzt mit dabei. Die Aktie kennt nur noch eine Richtung, das ist nicht nach oben. Und das, obwohl man ja eigentlich so eine Prognose-Senkung gemacht hat, also man hat die Produktionsprognose zurückgenommen und die Aktie steigt trotzdem weiter. Und das ist eigentlich so ein typisches Beispiel für den Bullenmarkt, wo man einfach sagt, schlechte Meldungen, was soll's? Im Moment ist es ja beim Edelmetallsektor so, dass man sagt, gute Meldungen, was soll's? Aber wenn es eben ein richtiger Bullenmarkt ist, dann sagt man schlechte Meldungen, was soll's? Wir kaufen trotzdem, die Cameco-Aktie ist nach oben unterwegs und auch Energy Fuels ist nach oben unterwegs, sogar noch deutlicher. Also es ist schon leicht parabolische Bewegung übergegangen. Aber auch das ist typisch für einen Uran-Bullenmarkt, dass die Bewegungen sehr, sehr parabolisch sind, dass sie sehr, sehr stark sind und dass man eigentlich immer meint, es müsste mal einen Rücksetzer geben, aber dann trotzdem relativ schwach ausfällt und die Aktie dann wieder gekauft wird. Also Uransektor heiß, Edelmetallsektor noch, möchte ich betonen, im Tal der Tränen so ein bisschen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir langsam in die Kaufzone kommen, dass wir vielleicht nächste Woche schon davon sprechen, dass wir vielleicht in nächster Zeit schon davon sprechen können, dass die Kaufzone da ist. Und dass man jetzt wieder einsteigen kann bei einigen Minenaktien. Wie gesagt, es sind so viele, die mittlerweile wirklich so günstig bewertet sind, dass ich glaube, dass sich da wirklich Potenzial auftut für die nächsten Monate. Das war's von meiner Seite. Richtig, das war's von meiner Seite. Ein bisschen kürzeres Video, aber es hat sich wirklich im Edelmetallsektor, insbesondere bei den Minenaktien, nicht wirklich viel getan. Und dass der Uransektor heiß ist, das wissen Sie jetzt auch schon seit ein paar Wochen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Wir sehen uns wieder, wenn Sie denn möchten, in der übernächsten Woche. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ciao, Servus, machen Sie es gut.